So, hallöchen liebe Freunde, da sind wir wieder bei Hellgate London oder beim Höllentor in London, wie man auf Deutsch sagen würde. Wir spielen weiter im Einzelspielermodus und ich erfreue mich wirklich sehr mit warmem Herz daran, dass ich einen Strike gestern erhalten habe bei YouTube. Nein, ganz im Ernst, es hat mich extrem angepisst. Nicht, dass YouTube da falsch liegen würde, nein, die hatten recht, aber die machen ja nur ihren Job, ich bin denen nicht böse oder sowas, aber ich ärgere mich über mich selbst, weil ich halt wirklich eine Scheiße gemacht habe, ganz ehrlich. Ich habe das in diesem Infovideo, was ich jetzt am Mittwoch hochgeladen habe, statt dem PSO-Part, da habe ich das ziemlich kurz nur erklärt. Das war halt ein Video von Audiosurf, das aktuellste, der Part 3 war das, glaube ich. Und da habe ich halt scheinbar Musik reingepackt, die man halt nicht benutzen darf. Und wie gesagt, Urheberrechtsverletzung, ich darf jetzt ein ganzes halbes Jahr über keine Videos mehr hochladen, die länger als 15 Minuten lang sind. Das heißt, ich muss mich auf 15 Minuten beschränken. Ein ganzes halbes Jahr lang. Und dann darf ich erst wieder weiter normal Videos machen. Dann wird scheinbar dann wird diese Urheberrechtsverletzung scheinbar ablaufen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls stand es so auf YouTube. Ob das dann jetzt wirklich in 6 Monaten vorbei ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Weil man dürfte mich kennen. Ich render die Videos ziemlich großzügig. Naja, was soll's. Ich werde mal eben hier Tab die Map wieder einblenden. So, das habe ich mir gemerkt. Okay, alles klar. Ich habe hier noch die Main Quest. Die mache ich aber erst hinterher. Ich habe jetzt, ja, ich bin auch so ein Vollpfosten. Ich habe das jetzt schon die zweite Aufnahmesession, weil die erste nämlich aufgehört hat aufzunehmen, weil Fraps sich gedacht hat, nö, hab keinen Bock heute. Und dann habe ich halt andauernd rumgesucht bei dieser einen Quest hier. Gesucht Barco Bones. Da haben wir den letztes Mal ja schon gekillt gehabt und das Ohr von ihm mitgenommen. Und ich hatte dann jetzt gerade in der ersten Session nicht gerafft, wo ich die Quest abgeben muss. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass das halt da drüben der Typ hier ist. Upsala. Da hier, der mit dem Lila Ausrufezeichen über dem Kopf. Deswegen nehmen wir die Quest jetzt nochmal an und killen das Viech gleich nochmal. So, und du, gute Dame. Ah, Templer, komm, bis bald. So, okay. Hüpf, hüpf. Ich weiß es gar nicht, meine Waffen, die... Ah ja, super, dann kann ich das Feuerschwert dann gleich mitnehmen, was ich da bekomme von der Frau. Dann habe ich zwei Waffen mit Elementschaden. Und ich laufe falsch. Convent Garden Bahndepot. Ach nee, stimmt. Ich muss ja auch hier nochmal kurz hin wegen Barco Bones, ne? Wegen dem Vieh. Auf L mache ich es, genau. Bahndepot, ja. Gut, dann hole ich mal schnell. Das wird schon nicht so lange dauern hier. Stinkende Tunnel. Oh ja, die stinken wirklich. Ih, was läuft denn da vorne? Oh, hi. Na du. Boah, Alter. Ach, das ist so einer. Ih, die sind so eklig. Bäh. Sprinten for the win. So, was vielleicht auffallen sollte. Diejenigen, die sich das Bahndepot so super gut merken konnten, vielleicht, denen fällt vielleicht auf, dass das hier jetzt ein bisschen anders aufgebaut ist, weil die Dinger immer random aufgebaut werden. So, das nehmen wir gleich mal mit. Na, bleib da! So, das Energiepark nehmen wir noch mit. Ups. Ach, auf F nehme ich es mit. Ich Idiot. F. Oh, schade. Okay. Jetzt geht's da weiter lang. Irgendwo müsste auch jetzt gleich der Questmob sein. Ja, komm, halt die Schnauze. Läuft er hier rum? Haha. Ha. Da ist wieder so ein ekelhafter. Komm her. Ein Fleischverzehrer. Hm. So, komme du auch. Also, okay. Das nehmen wir mit. Die Pause war auch wieder so extrem lang bei Hellgate London. Und stimmt, bei der letzten Hellgate London Aufnahme,
Da ist mir ein kleiner Fehler bei dem Bild passiert. Und zwar habe ich mir mal gedacht, ich tue mir mal was Gutes und mache mal das Bild ein bisschen größer. Das habe ich dann auf 1280 mal 800 noch was gehabt. Und das war halt ein Fehler, weil das dann halt im Würfelformat aufgenommen wurde. Und dann waren mir die Hände gebunden und ich musste leider das Bild strecken. Das war jetzt nur minimal schlimm. Aber ich persönlich mag es nicht so, wenn halt mit einem Programm die Videos extrem gestreckt werden. Es ist okay, wenn man damit mit dem Panorama-Cropping schön arbeitet und das eher so als eine Art Zoom macht, aber bei so Sachen, wo halt wirklich in 4:3 aufgenommen wird und dann halt in 16:9 gestreckt wird, das sieht einem echt nicht schön aus teilweise. Deswegen mag ich das nicht so. Okay, jetzt frage ich mich aber, wo das Vieh ist, weil... Ah ja, da hinten geht's weiter. Gut, dann hat sich das erledigt. Oh, Mann. Komm, ich muss mich beeilen. Ich will was Produktives machen heute. Ich will nämlich... für den Part, der nur 15 Minuten lang sein darf, muss ich was Gutes machen. Und da war ein schönes Schild, das nehmen wir mit. Aha. Verarschen kann ich mich selbst. Und verpimmeln sowieso. Aha. Bam. So, jetzt frage ich mich aber langsam, wo das Vieh ist, weil... Weil, ne? Oh, hi. Yeah, jetzt geht die geile Mucke wieder los. Bam. Da vorne steht er. Oder ist er das? Ja, das ist er. Na komm her. Pam, 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 pam. Taten. So, das war er schon. Sehen die mich? Nein, die sehen mich nicht. Ja, okay, ich habe das Ohr gefunden und ich habe irgendwas eingesammelt. Ich habe... Au, au, ach, du schießt. Aua. Mieser Penner. So. Also, jetzt möchte ich mal kurz gucken. Ich habe hier eine Knarre gekriegt. Ja, und ein Treibstoff, der ist orange, das ist legendär, uiuiui. Der gibt, glaube ich, viel, viel Kohle. Boing. Oh, cool. Direkt mal was Grünes kriegt er auch nicht schlecht. Komm, die beiden holen wir noch. Na, bleibt stehen. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen zurück, weil... Ich würde ganz gerne für die 15 Minuten heute noch ein bisschen was Produktives machen und naja. Ja, ich hoffe mal, das hat man jetzt gerade nicht gehört. Unser Hund, der bellt gerade ein bisschen. Eieiei, so. Zurück hier. Wenn wir den Sprint nicht hätten, ganz ehrlich. Boah. Und das hat mich so aufgeregt, ey, gestern. Ich bin ja direkt frisch aus der Aufnahmesession mit dem Digimon gekommen, mit Monster Hunter Tri, weil wir haben so extrem viel aufgenommen, das ist unglaublich. Und dann gehe ich auf meinen Kanal, beziehungsweise will drauf gehen und sehe dann direkt, du hast einen Urheberrechtsverstoß gemacht. Und dann kommt da dieses dumme Quiz, was man da machen muss, ne? Wer auch schon mal einen Urheberrechtsverstoß gemacht hat... Auf YouTube, der dürfte jetzt wissen, was man dann da machen muss. Da muss man dann so einen kleinen Test machen. Man kommt dann ein Video vorgespielt und da muss man dann Fragen zu beantworten. Und wenn man einen Großteil richtig beantwortet hat, darf man erst wieder auf YouTube unterwegs sein. Ja, naja.
habe ich dann machen müssen, während halt so halb bei der Aufnahme von Monster Hunter. Gut. Mutige Ritter werden immer gebraucht. Gut, ich will die Quest aber nicht annehmen. Ich will eigentlich die Disziplin bedeutet Perfektion. Die andere Quest abgeben. Weil ich habe jetzt wieder sein Ohr. Oh. Was gibt denn die Rüstung so? Giftschaden. Ein Schutz gegen Giftschaden ist das, oder was? Ja, ist jetzt nicht so spannend. Ich verkaufe mal das Zeug. Kein Wechselgeld. Ehrlich nicht. Oh, wow. Hallalatatitatu. Boah, jetzt weiß ich gar nicht. Soll ich mir das Ding holen? Ich schau mir mal, ist das gut? Das macht auf jeden Fall 50 Schaden. Normale Angriffsrate. Das andere ist niedrige Angriffsrate. Es macht Feuerschaden. Schildüberladung 100%. 9 plus 39% Schaden gegen Spektralwesen. Crit-Chance, Bonus plus 2%. Hui, also wow, alter Schwede. Oder alter Finne. Aha. So. Ach komm, ganz ehrlich, ich gönn mir das Ding. Supi, alles klar. Schade, dass man das Teil halt nicht zweimal kaufen kann. War mir ein Vergnügen. Ein Vergnügen. So, dann kannst du dich endlich mal verabschieden, du Schwert. Jetzt kann ich mal was anderes anlegen. Super. Schade, dass man hier nicht zuhauen kann. So, und später gibt es ja noch von dieser Frau nochmal das andere Feuerschwert. Jetzt weiß ich halt nicht, soll ich das andere Feuerschwert dann anziehen noch zu dem statt dem lilan oder das lilane anbehalten? Weil das Violett. Das Violette, Entschuldigung. Und sie geben Trinkgeld. Ja, ja, Wiedersehen. Ja, ja, tschüss. Ich höre viel über den. Dann verschwende! Ist ja gut, Alter. Mann. Okay. Ich denke mal, ich werde dann erstmal das violette Schwert anbehalten. Es gibt ja später bestimmt noch bessere Waffen. Ach komm, ich werde jetzt einfach schon mal die Hauptquest annehmen. Die werde ich auch vorlesen. Lebe. Diesmal gebe ich mir Mühe, ich verspreche es. Und es sichert dein Leben. Da bist du ja, gut. Es dürfte dich interessieren, dass wir Forks Communique entschlüsselt haben. Rettet mich, fleht Forken darin. Falsche Betonung. Rettet mich, fleht Forken darin. Ich muss mit Lord... Mit wem? Lord Arpaun. Mit Lord Arpaun reden. Ich habe, was wir brauchen. Tolles Community, wir brauchen Koordinaten, Doktorchen. Egal, Forken ist ein wichtiger Mann. Ich werde deshalb einige Ritter mit seiner Rettung beauftragen. Na, upsala. Du wirst sie begleiten, Rainbow. Die Sache ist ziemlich riskant, also mach keine Fehler. Auf den ersten Blick ist es falsch, einen unerfahrenen Jungspund wie dich mitzuschicken. Aber nach der Sache mit Seraf Josef vertraue ich dir. Du hast seinen Namen in Ehren gehalten und verdienst es, die Sache zu Ende zu bringen. Das kann ich nicht ignorieren. Die Entscheidung mag falsch sein, aber ich bin kein leichtsinniger Idiot. Ich will nicht, dass du irgendwo getötet wirst. Ich will, dass du in der Nähe bleibst, in Reichweite. Deine Suche bleibt auf Convent Garden Market begrenzt. Dies ist ein Sperrgebiet, das diese Station angrenzt. Durchkämme die gesamte Zone. Sobald du eine Spur von Forken findest, informierst du mich und bleibst vor allem am Leben, Rainbow. Glück im Kampf. Ah ja, jetzt kann ich die andere Quest abgeben. Hör mir zu, Junge. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Erfahrung muss man sich dieser Tage hart. Ah ja, jetzt habe ich wieder was anderes getriggert. Jetzt kann ich diese gute Dame, diesen guten Herrn und, ach, nochmal dieses Terminal. Gesucht. Fangsnord. Ja, nehmen wir einfach mal an. Und von dir nehmen wir auch an. Hast du einen Rat? Damit. Okay, ich liebe dich. Wiedersehen. Ich dich auch. Okay. Ich werde jetzt noch nicht die Hauptquest machen. Ich muss schauen, wo die Hauptquest ist. Höllenhof, ach scheiße.